Ja, ein erneutes beherztes Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Saros Trippt. Wir haben da logischerweise keine 35 Games mehr. Nein, da der Saro hat vorbereitet. Das ist unglaublich, wie professionell wir heute arbeiten. Wir sind jetzt bei 33 Titeln da drüben und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mit einer neuen Zahl. Mal gucken, wo wir landen. 23. So, okay. Jetzt muss ich durchzählen. Zähle ich rückwärts? Ja, nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Die goldene Mitte. So. Die nächste Zahl ist die, na, jetzt mach das, die Nummer 6. 3, 4, 5, 6. Und schon wieder ein PS4-Spiel. Wiedererwartend ist ja auch eine blaue Wand hier förmlich. Und die letzte Zahl, mach das, jawohl. Wir brauchen mal ein Momentchen. 29, oh Gott, eben hatten wir die 26, ne? 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35. Nee, das passt nicht. Das passt nicht. Ich muss dann doch nochmal zählen. 33, 32, 31, 30, 29. Du da. So, wir ziehen das Ganze raus und gucken, was wir da haben. Oh, ich sehe schon. Limited Run unter anderem. Wir hätten hier ein bisschen Trash, ein bisschen was Nettes und ein bisschen was, worüber ich mich freue, es endlich stocken zu können. Wir hätten hier The Revenant Saga oder nur Revenant Saga von Limited Run. Gravel für die PS4, alles für die PS4 ja heute. Sowie Dead Synchronicity, Tomorrow Comes Today, auch für die PS4. Ja, wir legen auch am besten direkt mit Dead Synchronicity los. Das ist für mich so die Nummer 2 der aufregenden Spiele hier heute. Danach kommt Gravel und danach machen wir Revenant Saga, so als Highlight der heutigen Folge. Ja, das Ganze hier habe ich mal, ich meine in Rosenheim wäre es gewesen, aus einem Expert mitgenommen. Die hatten da 15 € draufgepackt, ja doch, natürlich Expert. Sonderpreis 15 € draufgepackt. Und ich hatte dieses Spiel schon relativ lange auf meinem Schirm. Das ist ein kleines Fest für Platin Hunter, weil das ist ein Point-and-Click-Adventure. Nicht ganz so schöner Artstyle, ist auch ein bisschen ernsteres Thema. Ich meine, man spielt in einem Konzentrationslager das Ganze hier. Bin mir aber nicht so ganz sicher, ob es war es ein Konzentrationslager. Es ist auf jeden Fall ein recht ernstes Thema, was da behandelt wird. Hat eine Platin, die relativ zügig erspielbar ist. Ich glaube, innerhalb von einer guten Stunde, anderthalb, hat man hier das Game durch mit einem Guide. Ich mache das dann normalerweise so, ich spiele das einmal so, versuche es und wenn ich nicht mehr weiterkomme, dann gucke ich in den Guide, weil mir das sonst zu langwierig ist, die ganze Geschichte. Aber ich gebe natürlich ein bisschen Hirnschmalz da rein, so anders wäre es ja unlustig. Nur wenn ich dann irgendwo hänge, bei Deponia waren also ein, zwei Stellen, wo ich gesagt habe, nee, komm, jetzt guckst du in den Guide rein und bin dann auch direkt weitergekommen. Also jetzt irgendwann verliert man die Lust dran. So. Und hier sehen wir doch mal, wie sowas aussehen kann. Das ist doch schön. Da will ich mich mal gar nicht beschweren. Wir hätten hier einen Original-Soundtrack mit anderem Cover, als das hier vorne drauf war. Mit sage und schreibe 20 Titeln. Das ist mal echt geil, muss ich sagen. Eine schönen Disc oder nicht ganz so schönen Disc. Was hätten wir denn hier noch? Ach du liebe Güte, das ist eine Anleitung. Ja, man kennt es noch. Es ist eine Anleitung. Finsternis und dann wurde es hell. Naja, kann man hier vielleicht so ein, zwei Spielszenen noch sehen? Moment. Ja, ihr könnt hier mal die Charaktere sehen oder die Hauptfiguren. Das ist jetzt nicht so, dass dieses Spiel einen Schönheitspreis gewinnen würde. Gut, passend zu dem etwas ernsteren Thema muss das ja auch nicht unbedingt. Also alle Charaktere sehen so ein bisschen harsch und ein bisschen kaputt aus, muss ich sagen. Ja, da könnt ihr auch mal so die Hauptszenerie, glaube ich, sehen. Für mich sieht das schwer nach einem Arbeitslager oder nach einem Konzentrationslager oder sowas in die Richtung aus. Naja, wir werden es erleben. Ich kann euch vielleicht bei Gelegenheit dann irgendwann mal mehr dazu sagen. So. Oh, das sieht ganz schick aus. Hier so ein bisschen Propagandamaterial. Das kennen wir ja. Haben wir eben schon mal gesehen. Hier so eine kleine Szene. Das ist aber ein bisschen Gaga hier oben. Naja, gut. Ich bin gespannt auf das Spiel. Es wird sich zeigen, wie das so ist. Und dann hätten wir hier, glaube ich, noch ein Poster. Jawohl. Dead Synchronicity. Oh, da hängt so eine, naja, nicht mehr ganz frische Hand. Oh, Moment.
Das sieht mir schwer nach einem Strudel aus Maschendraht. Wie heißt das denn? Na, dieser tolle Draht da, an dem es sich so böse wehtun kann. Aus. So, packen wir das auch wieder weg. Und genau das gleiche Symbol hier auf der Disk. Ach, dreh dich. So. Genau. Dead Synchronicity, hier steht es auch, beinhaltet erweitertes Handbuch plus CD mit Original-Soundtrack plus Poster. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Viel Liebe zum Detail. So muss das laufen. Ich meine, der Kram, der kostet ja heutzutage nichts mehr. Hier so eine CD pressen zu lassen, ist für die im Rahmen der Produktion mit Sicherheit nicht sehr, sehr teuer. Ich glaube, das Teuerste an der ganzen Geschichte ist bei der Produktion hier, dass bevor da das Ceiling drumherum kommt, die ganzen Sachen damit reinzupacken, weil da tatsächlich dann nochmal Menschen dran arbeiten müssen. Ja, wieder erwartend. So, das nächste im Bunde wäre Gravel. So, und hier habe ich mal respektive für den Preisverfall, der heutzutage so stattfindet, mal so aufgelistet. 64,99, dann auf 39,99, dann auf 19 Euro und dann auf sage und schreibe 10 Euro runtergesetzt. Ja, ich habe das seit dem Jahreswechsel, glaube ich, in meiner Sammlung und das kam erst 2018 raus. Das Spiel ist so rapide im Preis gefallen. Ich habe keine Ahnung, ich bin mir ziemlich sicher, es ist ein Rallye-Spiel. Ob es jetzt ein Fun-Racer ist oder eine Simulation, weil da gibt es ja himmelweite Unterschiede, oh, geht doch auf, kann ich euch tatsächlich nicht sagen. So, offen ist. Das Cover an sich finde ich schon mal ziemlich ansprechend, muss ich sagen. Also das wäre jetzt zumindest so ein Cover, wo ich sagen würde, jo, das könnte interessant sein für ein Racing-Game. So, die ganze Vielfalt des Offroad-Racing. Entdecke 4 verschiedene Offroad-Disziplinen, Cross-Country, Wild Rush, Speedcross und Stadium-Circuits. Fahrspaß am Limit, atemberaubende Arcade-Style-Gameplay. Atemberaubendes Arcade-Style-Gameplay. Jetzt haben wir dann das auch. Gravel Channel. Zeige dein Können in der verrücktesten TV-Show. Na gut, es klingt auf jeden Fall nicht wie ein Simulationsracer, sondern wie ein Funracer. So, hier relativ unspektakulär eine Disc. Und auf der Rückseite natürlich mal wieder Verbraucherhinweise und sonst nisch. Ja, viel mehr gibt es über das Spiel nicht zu sagen. Der Inhalt ist recht schmucklos. Außenrum sieht es ganz ansprechend aus. So, jetzt hält das natürlich mal wieder nicht. Aber ich habe jetzt... Ja, ich habe einen Trick. Ich muss auch irgendwie meine Thumbnails erstellen und habe nach der letzten Folge tatsächlich mal probiert, ob ich das da nicht doch irgendwie hingestellt bekomme. Und es hat funktioniert. Hey, wieder erwartend funktioniert hier mal was. Das letzte im Bunde ist Revenant Saga. So, das Ding hier kommt. Karlsruher Ankauf. Na, könnt ihr das sehen? Karlsruherankauf.de. Ja, das ist aus dem Laden vom guten Vincent. Den werde ich euch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Und zwar hat er dieses gute Stück hier mit mir getauscht auf der letzten Börse in Montabaur. Also es ist noch nicht so Ewigkeiten bei mir in der Sammlung. Erst seit April. Und ich hatte noch so einen ganzen Stapel US Super Nintendo Spiele, die ich loswerden wollte. Und da hat er gesagt, ja, guck dich doch mal um. Wir haben einen Verhandlungspreis dann da ausgemacht. Und das war eins der, ich glaube, 3 oder 4 Spiele, die ich mir bei ihm mitgenommen habe für den Tauschwert und war damit happy, muss ich sagen. Ja, Revenant Saga ist ein, so, lesen wir einfach mal die Rückseite. Experience stunning 3D battles and find the truth beyond Revenge. Ach so, genau. Ja, das Ganze sieht mir aus wie ein RPG der Super Nintendo Zeit, sowas in die Richtung. Zumindest vom Style her würde das so in diese Sparte passen. Aber ich zeige euch das mal, wenn die Folie da nicht mehr drumherum ist. So. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Ein gut riechendes PS4-Spiel. So. Jo. Das ist genauso unspektakulär wie der Einband. Überall das Gleiche. Ich meine, schlecht ist dieses Logo ja jetzt nicht. Aber man hört es jetzt nicht unbedingt überall wieder verwursten müssen. So, da könnt ihr nochmal so ein, zwei Spielszenen sehen. Aus der Oberweltperspektive oder eher gesagt aus der Hauptperspektive ohne Kämpfe sieht man das halt eben dann so. Deshalb sagte ich, das sieht so ein bisschen nach Super Nintendo aus. Und hier seht ihr dann so eine Kampfszene. Ja, ganz interessant. Ich bin gespannt. Jo, das ist nicht mehr als ein Leaflet. See important health and safety warnings in the system menu. Na dann, gut, dann hätte man sich das hier rein theoretisch auch fast schon sparen können. Auf der Rückseite ist mal nichts, nicht mal ein Wendecover.
Leider, leider sehr schmucklos, das Ganze. Limited Run 110. Das ist also schon eine Weile her. Da haben wir irgendwo 2017 müsste das gewesen sein. Jo. Das stellen wir mal hier auf die Seite. Und ich würde sagen, damit sind wir durch für heute. Freut euch auf die nächste Folge mit wohl hoffentlich mal was anderem als nur PS4. Bis die Tage. Tschüss.